Liebe Leute, wir haben wieder mal einen Smurf im Team. Smurfs sind meistens die Leute, bei denen man sich zu 99% sicher sein kann, dass sie keine Smurfs sind, sondern ihre Lane haben wollten. In diesem Fall war es der Rango. Ich bin ja wirklich mal gespannt. Letzte Season war unranked. Also vielleicht ist es ja tatsächlich ein Smurf. Ja, ich möchte das ja gar nicht irgendwie großartig leugnen. Aber die Erfahrung sagt halt einfach, nein, Smurfs gibt es in... Ich hab's gesagt. GP mit Cassidy top. Also spiel ich gegen Cassidy. Hatte ich ja schon mal, glaube ich. Ist auf jeden Fall eine ganz interessante Lane. Aber auch nicht ganz easy. Okay. Mit Q angefangen. Hab's jetzt versaut. Oh, Kalista macht bloß keinen Unsinn. Kalista. Ich meine nicht Kalista, sondern ich meine... Oh, das sieht nach First Blood aus, Toplane. Halleluja. Nicht Toplane. Was rede ich denn da gerade für einen Unsinn? Jo. Creep Action. Das finde ich aber sehr schön. Ich mir fast gedacht, dass da unten jetzt gleich Blut fließen wird. GZ dazu. Ach, Kinnas, das wird jetzt wieder ein Geflamen los. Ich möchte gar nicht in den Chat gucken. Ich möchte gar nicht in den Chat gucken. Die drei habe ich jetzt schon mal gemutet. Die gehen mir nämlich jetzt schon direkt auf den Keks. Den angeblichen Smurf habe ich noch nicht gemutet. Oh. Ich kann es einfach nicht ab, wenn man im Spiel so schnell die scheiß Flamekeule schwingt. Das geht mir auf die Nerven. Das ist nicht gut für die... Moral. Und auch ansonsten bringt uns das gar nicht weiter. Ach, come on. Oh Gott, ich farm gerade wieder wie der letzte Esel, ne?
Na, wenn das mal gut geht. Junge, Junge. Haben mir wieder die Creeps einen großen Gefallen getan. Ich brauche meinen TP. Ich muss ihn einfach im Moment nicht verwenden. Ich kann jetzt zwar drauf pushen, aber... Tja, nicht gereicht. Da wollte ich ihn noch retten. Was sollte das denn? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Übrigens, bis jetzt merke ich nichts sonderlich von dem angeblichen Rango Smurf. Erstmal schön die Dinger gefailt. Das Netz, na, wenigstens etwas. Jetzt macht mir eigentlich nur noch Kyle Midlane Sorge. Die 02 steht. Erinnert mich verflucht an mein letztes Game, wo wir eine Midlane Annie hatten. Bitte stell dich nicht in die Fassrange. Wo wir eine Midlane Annie hatten, die 05 war und einfach gar nichts mehr gemacht hat, wo es Annie Main war. Ich bin echt ungern der einzige Gefeedete im Spiel aus meinem Team. Das sagt mir gar nicht zu. Tja, wir werden auf allen anderen Lanes schon wieder zerstört. Immer dieses Smurf-Gelaber, ey. Ach, come on, hört doch mal bitte auf. Das ist so fürchterlich, dieses Gefiede. Wir sind 10 Minuten im Game und die haben schon so viele Sachen abgegeben. Das ist ultra ätzend. Danke, Rango. Er macht anscheinend was. Der weiß wahrscheinlich, was er tut. Eigentlich möchte ich nicht weggehen. Das war eine gute Ulti übrigens von Dingens. Von Kyle.
Oh, du bist gleich tot. Da übrigens gut gemacht gerade. Jede Sekunde, die ich warte, verzichte ich nämlich auf ein Rod of Age. Auf ein früheres Rod of Ages. Ah, wow, ist das Ding doch noch durchgekommen. Okay. Menschen sind grundsätzlich unhaftbar. Unsere Botlane ist ganz, ganz fürchterlich. Good job, Rango. Du machst mir Hoffnung, dass das noch was werden könnte. Oh, du. 7 Sekunden bist du tot. Okay. Ich würde nicht kämpfen. Good job, Tristana. So, Morello. Das musste ja passieren, aber wobei es war auch ist die Tristana, die gestorben ist. Ist okay. Das war gut. Boah, ich mach denen so viel Schaden.
Eigentlich muss ich nicht back. Bye bye. Schön, mach nichts Doofes. So schnell tot. Oh, knapp. Junge, warum ist die Caitlin dann nochmal vorbeigegangen? Was für ein dreckiges Spiel, ey. Das ist ja mal wieder so ein typisch... Ich hab's ja schon mal gesagt. Ganz oder gar nicht. Entweder verliert man komplett oder man gewinnt komplett. Und hier ist mal wieder so ein typisches... Ja, wir metzeln sie nieder. Na, der Bot hin anscheinend auch auf CDR. Das war irgendwie der falsche Weg, den du gewählt hast. Ja, vergiss es. Ja, der Rango weiß auch, was er tut. Also vielleicht ist es ja ein Smurf. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht so auf seine Plays geachtet. Ja, vielleicht. Ah, Red Buff ab. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich hier wen kriege. Ja, die müssten eigentlich, müssten sie nach dem Red Buff. Oh, what the fuck? Ich liebe diese Flash-Kombination. Shen hält leider gar nichts aus. Das ist das Traurige. Er hält nichts aus. Ja, Tristan, ich kann dir nicht mehr helfen. Ich spiele ja wirklich CDR-Show und dementsprechend nicht Tank-Show, auch wenn das oft von mir auch verlangt wird. Ich wurde so oft schon geflamed, weil ich nicht Tanky gebaut habe. Tankmeter, bla bla bla. Aber das ist einfach nicht mein Style.
Ich liebe das einfach viel zu sehr, den CDR-Joe, den CDR-Burst-Joe. Come on, das ist ja wohl echt nicht zu fassen. Wow, jede Falle rein. Das macht mich dann auch immer ein bisschen sauer, ey, bin ich ganz ehrlich. Da bin ich dann auch echt ein bisschen mad. Wow, come on, die haben das gewardet. Ich falle zusammen, Alter. Geht ja mal gar nicht. Boah, Shen ist unnütz. Was hat er denn eigentlich gebaut hier, ey? Er will aufgeben. Natürlich. Shen, du bist so eine miese Socke. Unglaublich. Ich hoffe, ich muss mit dir echt nie wieder Ranked spielen. Also ich habe genügend League-Erfahrung, um zu sagen, dass ich dieses Spiel mit Sicherheit nicht durch Trollerlol-Haltung jetzt hier noch aus der Hand geben werde. Also, ich habe schon so oft noch solche Spiele verloren, wo man zwei so gefeedete hatte. Ja, was denn? Schade. Hat nicht gereicht. Ich hatte gehofft, es reicht. Aber der hat der Lee sich selbst geschildert. Ich habe auch ein bisschen gezögert mit dem Flash, muss man auch sagen. Also ich habe erst... Ich war mir halt auch überhaupt nicht sicher, ob ich meinen Kuh treffe, ne? Okay. Guck mal, Kathleen hat Rod of Ages und Sonjas und schon habe ich das Gefühl, das ist echt ein ziemliches Tier. Also auch Tanky. Und wetten, wir gehen gleich hier alle drauf.
wusste das, dass das nicht funktioniert. Einfach nur dumm. Und einfach weggehen sollen. Wir hätten es auf gar keinen Fall schaffen können. Ich überlege, was ich mir hole. Ich hole mir, glaube ich... ich hole mir Ludens. Ludens ist eine gute Wahl, glaube ich. Track braucht auch noch 2,30. Wir haben halt jetzt komplett den Baron auch gewastet, ne? Wo kann ich TPen? Wo kann ich was abgreifen? Komm, aufgepfiffen. Hau ich den hier hin? Jetzt erwarte ich eigentlich, was das, was von hier kommt. Oh, come on. Rango, wenn du da ein bisschen was noch gemacht hättest. Ein bisschen lächerlich ist das schon, ne? Ich bin nicht draufgegangen wegen dem Penner. Der hätte auch davor direkt mitmachen können. Naja, TG. Ich fand's jetzt nicht so schön, aber... Caster soll reported werden. Ja. Never mind, GG.